Zieh dich hoch. Guck nicht runter, zieh dich hoch. Nee. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, da war jemand drin. Möglichst ein Androide. Wow, warum explodiert das? Mann, müssen die alles so gefährlich bauen? Da waren bestimmt Gasleitungen drin oder so. Und dass die hier ganz platzen, das wissen wir ja auch. Wir sind hier und das bringt uns jetzt was? Ach, wir können oben rausklettern, okay. Ah, zum Glück ist Amanda ja ein bisschen fit, kann sich da hochziehen. Das heißt, sie kann einen Klimmzug packen, würde ich mal unterstellen, so positiverweise. Okay, jetzt gehen wir hier rein, wir sparen uns die Taschenlampe. Und. Was gibt's? Gibt's überhaupt irgendwas? Oh, da hätte doch... Ach, noch ein Ethanol, noch nee. Den Ethanol, den wollen wir doch einfach nicht los, ne? Damit wäre man zugeschissen. Und von allem anderen haben wir eigentlich viel zu wenig. Also, da spricht der Looter aus mir. Und ans Ethanol, können wir nicht noch irgendwo einen Sensor verbauen, damit der auch mal weg ist? Nee, Sensoren haben wir alle eingesetzt. Ach nee, es tut mir jetzt in der Seele weh, den Scheiß stehen zu lassen. Aber wir haben ja keine andere Wahl. Außer wir hauen zu viele andere Bauteile jetzt auch noch raus. Warum unbedingt Ethanol? Hätte es nicht ein Ladungspack sein können oder sowas? Oh, da war was auf dem Bewegungsmelder. Ich habe was gehört. Aber wo genau? Wo genau? Oh, ich glaube, ich kenne diese Stelle. Ich glaube, das ist eine, vor der ich mich gefürchtet habe. Ist er tot? Er ist tot. Bloß, wer hat die umgehauen? Der hat die Augen an, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie soll ich den denn umgehen können? Weißt du, da kann ich im Moment noch nicht mal speichern, oder was? Ja, wie soll ich um den außen rumgehen können? Weil ich weiß doch, der schnappt mich 100% gleich. Ich versuch's mal mit kleinen Tippelschritten. Nicht? Wow. Okay. Ricardo, ich bin hier. Sieht aus wie ein Friedhof für Syntheten. Ja. Ja, ich meine, ich bin froh, wenn die alle hinüber sind. Oh. Steht er auf oder hat er nur einen Anfall? Cool. Voll frontal den Kopf zur Seite geklappt. Also ich find's ja... Gefahr ist nah. Oh, dann rennt da draußen auf dem Flur einer herum. Oh Mann, soll ich den wieder aufscreen killen? Ich weiß nicht. Ich hätte ihn ja am liebsten weg, aber vielleicht schleichen wir einfach mal außen rum. Also, ich find's wirklich froh, wenn Apollo mal was von seiner eigenen Medizin abkriegt, ne? Das gefällt mir nicht, wie der da steht. Okay, ich kann ihn nicht umhauen. Aber irgendwo bewegt sich da doch einer. Also einer ist da noch in Schuss, würde ich sagen. Aber irgendeiner, da wird bestimmt wach. Früher oder später, da steht doch einer auf. Oder schnappt uns, wenn wir dann vorbeigehen, nicht mehr damit rechnen. Soll ich das hier aktivieren? Boah, Mama. Auf einem Haufen, Alter. War das unser Samuels? Weil wer sonst sollte so viele Androiden killen können? Weil die Value-Androiden, ne? Die sind vielleicht nochmal eine Nummer stärker als die hier. Ich will das mal noch nicht aktivieren. Ich will mir hier erst einen Überblick verschaffen. Ausschalten. Ausschalten? Ich dachte, wir schalten da was an. Hm. Wow, noch mehr. Alter. Also mir geht da gerade das Herz auf, weil... So Probleme, wie wir mit den Schwachköpfen da in der letzten Zeit hatten, ne? Ja, hier ist nochmal so ein Teil, okay. Also da macht mein Herz Freudensprünge, wenn ich die hier alle so tot und verstümmelt rumliegen sehe, ne? Werft mir ruhig vor, dass ich gemein bin. Ich bin gern gemein. Okay, da hinten ist eine Tür. Wie kommen wir denn hier hin? Bin ich da gerade an der Tür schon vorbeigelaufen? Aber ich kann sie alle nicht durchsuchen. Das finde ich ein bisschen schade. Ah ja, hier geht's durch, okay. Teilweise haben sie Löcher im Kopf und so. Oder war das hier eh eine Reparaturstation? Nee, aber an der Reparaturstation sind wir doch schon mal vorbeigekommen, ne? Wo diese Plünderer waren, denen wir das Alien auf den Hals gehetzt haben, ne? Hm. Die Tür hier ist durchgebrannt. Ja. Ich kann nicht näher an sie rangehen. Ah, das gefällt mir nicht. Muss eigentlich der Flammenwerfer, muss da eigentlich so laut sein? Oh cool, Terminal und Schubladen. Ja, hier wären wir schon wieder nicht zugeschissen, aber das andere hinten, das war echt mal eine Überraschung bei den Fließbändern. Neuformatierungskammer Spedding. Ich habe ein paar leere Androiden für die Sevastopol-Verkaufsvorführung hochgeschickt.
Falls Sie das noch nie getan haben, legen Sie die Androiden einfach auf die Britsche in der Neuformatierungskammer. Über eine Verbindung mit Apollo werden die neuesten Programme installiert. Hoffentlich beißen die an, Russell. Okay. Nein, ich wollte noch nach Audio gucken. Vielleicht hat da jemand noch was aufgezeichnet, was hilfreich sein könnte. Und Untersuchungen, okay. Angestellter Ransom hier. Ich bin gerade aufgewacht und auf einmal stand ein Hiwi in meiner Suite. Als ich ihn fragte, was er will, hat er sich auf mich gestürzt. Ich musste mein eigenes Apartment verlassen, verdammt. Senden Sie Ihren besten Techniker zum Apollo-Kern, um herauszufinden, was zur Hölle vor sich geht. Sofort! Die Dinger müssen unter Kontrolle gebracht werden und zwar zackig. Ransom ist doch nur ein Mensch. Wie ist er davon gekommen, wenn ein Hiwi ihn direkt angegriffen hat? Das frage ich mich jetzt. Ich meine, klar, vielleicht ist er an ihm vorbeigerannt, aber... Naja, also ich find's schon ein bisschen befremdlich. Okay, dann werden wir mal anfangen, den ganzen Scheiß hier auszuschalten, ne? Weil einschalten ist es ja nicht. Gut. Okay, wir kommen voran. Drücken Sie A, ist wieder eine falsche Einblendung. Wir müssen D drücken. Also, nach rechts. Hatten wir ja schon mal. Na, bringt das eigentlich was? Können wir damit dann den ganzen Scheiß wieder einschalten? Da bin ich... War da hinten nicht auch irgendwie so eins? Ich gehe jetzt lieber zur Sicherheit gleich mal gucken. Nee, hier haben wir alles. Also, hier haben wir nix. Also, haben wir auch alles in gewissem Sinne. Okay, da waren wir eben. Ja, nur nochmal sicher gehen. Das bleibt doch bestimmt nicht so. Flammenwerfer, danke. Ich hoffe, hier geht dann auch ein bisschen Licht an. Oder, falls Androiden angehen, hoffentlich bleibt das Licht aus. Oder sehen die uns, egal welche Lichtverhältnisse wir haben? Ne, ich glaube, im Dunkeln sehen die uns auch nicht so. Was? Was? Seid ihr wahnsinnig? Das war jetzt vielleicht blöd, dass ich einen Flammenwerfer-Sprühstoß da rausgehauen habe. Steht er direkt hier auf? Mann, muss das sein? Muss das sein? Gibt's hier überhaupt ein Versteck, wo ich mich hinhocken kann? Ach ja, ein Schacht, okay. Ja, Leute, ich glaube, dann werde ich den mal offscreen killen. Aber ich glaube fast, ich lade auch noch mal. Und wir sehen uns dann gleich wieder, okay? Also, bis denn. So, liebe Leute, hier bin ich wieder. Der Android ist ausgeschaltet und mir was ganz Blödes passiert. Ich habe einmal schon gekillt da hinten, bin hier vorbei, direkt über den gelaufen. Der hat mich dann natürlich geschnappt. Das war blöd, deswegen habe ich den Androiden zweimal killen müssen, aber jetzt ist er hinüber. Mir ist aufgefallen, hier lag noch eine Elektroschocker-Ladung rum. Und natürlich will ich nochmal speichern, das heißt zwar immer noch Gefahr ist nah, aber im Moment merke ich hier nichts mehr. Jetzt würde ich mal sagen, schalten wir die restlichen Teile aus und dann werden wir wohl hoffentlich durch die Tür kommen, ne? So müsste das doch gehen. Weil hier der Bewegungsmelder sagt im Moment nichts mehr und da bin ich auch recht glücklich drüber. Ich hoffe, wir werden nicht nochmal hinterrücks von so einem Androiden erschreckt. Wobei man an dem ja recht gut vorbeilaufen konnte. Moment, die Tür, die hatten wir uns hier gar nicht angeguckt, kann das sein? Okay, dann machen wir das doch noch schnell. Bin ich voll vorbeigelaufen, ne? So, was haben wir denn hier? Ja, die Mumu, das kaputte Herz, der geplatzte Döner und der Pimmelmann. Das bleibt für mich immer der Pimmelmann, das eine. So. Bitte, irgendeine gute Beute. Revolvermunition oder sowas. Schrott. Aber wenn wir irgendwas fertig basteln könnten, aber nee. Sensor. Sensor ist auch voll. Können wir einen Sensor nicht sonst noch irgendwo verbauen? Ne, da habe ich ja schon geguckt, ne? Die wollte ich ja unbedingt loswerden. Die Sensoren. Aber ich meine, zur Not fangen wir halt mal an, so eine Granate zu bauen oder sowas. Aber Molotow-Cocktail braucht einen Sensor. Muss ich verstehen, warum? Egal. Okay, also hat es sich doch gelohnt, hier hinzugehen. Okay. Ah, eine Ausweiskarte. Sehr schön. Am Ende kriegen wir die auch noch alle. Nee, aber ich glaube, dafür sind wir doch ein bisschen zu schnell durch manche Gegenden durchgehuscht. Auf der anderen Seite, manche habe ich mir auch zwei, dreimal angeguckt, ne? Aber ich will jetzt nochmal speichern gehen. Lag da was? Ne, da lag nichts, ne? Hol mal den Flammenwerfer raus, dann können wir hier ein bisschen besser sehen. Nicht, dass da vielleicht auf den Fässern oder so noch was rumliegt, ne? Und wir rennen einfach blindlings dran vorbei. So, ich will jetzt nämlich nochmal speichern, weil wir haben was gefunden. Und Vorsicht ist die Mutter des Porzellanladens. Wir haben ja gelernt, das Speichern, das ist wirklich A und O. Es hat uns schon manchmal wirklich den Arsch gerettet. Was macht hier Geräusche? Moment, dann will ich aber hier nochmal... Nee, der Tisch ist auch leer, ne? Drunter liegt ja auch nichts, außer die Kahlköpfe. Na, Kahlköpfe unter den Tisch. Ach nee, ich kenne auch Leute, die Glatzen haben. Bei manchen liegt es am Haarausfall, bei manchen nicht.
Das hat aber nicht unbedingt was mit einer politischen Gesinnung zu tun. Muss ich ja auch dazu sagen. Ich habe in meinem Leben eigentlich... Ich habe so viele Leute getroffen, also... Einiges sind natürlich meine Freunde... Hier ist ja immer noch Schrott. Aber warum Schrott? Warum nur Schrott? Also ich hatte Arbeitskollegen, ich hatte Mitschüler, ich hatte Bekannte und so weiter. Da war vom politischen Spektrum war alles dabei, von den Ultra-Hardcore-Linken bis leider auch ein paar Rechte, die ich kennengelernt habe. Da gab es so ein... Also da gibt es einen Ort in der Nähe, da wurde die Jugend irgendwie vom Bürgermeister und so weiter, die wurden quasi dazu getriezt, dass sie möglichst recht sein sollten. Keine Ahnung, da war ein Verein, da waren Konzerte und alles, ne? Taschenlampenbatterien, ne, brauchen wir eigentlich im Moment nicht. Lass ich mir liegen für später mal. Ne, also da mal wirklich ein paar... Die haben das auch einfach... Energieniveau zu hoch? Was heißt denn das jetzt? Naja, wir werden ja sehen, ob sich jetzt was tut, wenn wir das hier ausschalten. Ne, also da wird wirklich... Der ganze Ort, der hatte irgendwie Verbindungen dann so ein bisschen zum rechten Netzwerk, ne, und... Naja, aber mittlerweile ist es nicht mehr so. Ich weiß nicht, wie die Leute heutzutage drauf sind. Die hatten es, glaube ich, eh nicht so mit dem Nachdenken für sich selbst. So, jetzt können wir das hier auch betätigen. Jawohl. Ne, also von extrem linken Hausbesetzern habe ich auch gekannt, ne. Halt manchmal über ein paar Ecken, manchmal persönlich, ne. Oder auch übers Internet. Manches sind halt nur Bekanntschaften, mit denen man mal geschrieben hat und so. Wo man aber nicht mehr weiß, was soll das jetzt? Was mit denen heutzutage abgeht. Was soll das jetzt? Warum geht die Tür vor unserer Nase zu? Das gefällt... Samuels? Samuels! Hier drin! Hallo! Okay, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, direkt mit Apollo zu sprechen. Biologische Gefahren, Eindämmungsstufe Omega. Alle Oh yeah! Das finde ich gut. Samuels, hier drin! Hey! Obwohl, er ist ja auch ein Synthet. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihm ganz uneingeschränkt vertrauen würde, aber mehr als den Apollo-Teilen. Weil er schaltet sie aus. Das ist auch gut für uns. Puh, also treffen wir ihn gleich wieder. Ich verstehe bloß nicht, warum Emma nichts gesagt hat. War sie zu schockiert, weil er den jetzt einfach so ein bisschen geknüppelt, gefäustelt und gestiefelt hat? Ich hätte Freudenschreie losgelassen. Ja, ja, ja. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Finden Sie Samuels? Naja, wir haben ihn gerade gesehen. Ich sag ja nichts. Nanu, hier ist irgendwas... Irgendwas ist gerade an meinem Auge vorbeigeflogen. Wahrscheinlich irgendeine Motte oder sowas. Hat mich aber kurz irritiert. Das soll mich doch nicht beim Spielen ablenken. Wo zur Hölle kommen wir jetzt hin? Schalter aktivieren. Ja, gut. Ja, gut. Och, nee. Da stehen Androidenstatuen rum. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob das Statuen sind oder ob die nicht dann doch irgendwie anspringen oder sowas. Was haben wir denn hier? Noch mehr Batterien? Was hast du? Komponente B. Yeah, ich würde gern speichern. Ja, okay. Sie hat's halt hinter sich, ne? Wer hat sie aber getötet, wenn... Naja, okay, wir waren noch nicht vorne. Vielleicht war ja da vorne mal jemand durchgelaufen. Vielleicht ist da die Tür offen und hier ist ein Android. Naja, Susanne, Liebste, ich muss unsere Verabredung verschieben. Es treffen Berichte über anormales Androidenverhalten unten ein. Hat vielleicht etwas mit den ganzen Vermissten zu tun? Ja, bestimmt direkt oder indirekt. Du musst dich in den Ausstellungsraum begeben und dich dort einschließen. Na, es war wohl nicht sicher genug. Es gibt einen Abriegelungsschalter an meinem Schreibtisch, da diese Maschinen mal tatsächlich was wert waren, okay? Mach dir um die keine Sorgen, das sind nur Vorführmodelle. Ja, heißt das, sie können sich dann doch nicht bewegen? Ich hoffe es. Nicht mehr lang, ich werde mich um alles kümmern und dann können wir gemeinsam den endlich abgeschlossenen Vertrag außerhalb der Arbeitszeit feiern. Okay, dann letzte Chance. Spedding, ich rechne damit, dass die VIP früh ankommen. Sehen Sie zu, dass Sie und Ihre Leute zur Begrüßung parat stehen. Die Uhr tickt und das ist unsere letzte Chance, etwas aus diesem Scheißhaufen rauszuquetschen. Ich will, dass Ihre Leute nach deren Pfeife tanzen und über jeden Ihrer lahmen Witze lachen. Bringen Sie sie zum Ausstellungsraum, aber hetzen Sie sie nicht und schwingen Sie keine langweiligen Reden. Wenn Sie Änderungen an den Hiwis verlangen, stimmen Sie zu. Die Techniker können sich später darüber den Kopf zerbrechen. Ja, erstmal den Vertrag machen, ne, und dann vielleicht vertragsbrüchig werden. Ich hoffe, Ihre besten Leute sind an der Sache dran, okay? Termine im Ausstellungsraum, Montag 0, Dienstag 0, Mittwoch 0, ja, ja. Siegsten-Mitarbeiter, Rezeption, Susanne Archer, Leiter des Synthetenverbindungsbüros Bedding, okay. Also am Schreibtisch ist irgendwo ein Schalter, aber ich will das im Moment noch gar nicht aktivieren. Ich glaube, das ist nämlich...
Ah, Abriegelung aufheben. Ich glaube, das ist nämlich eine der Stellen, vor der ich so ein bisschen Angst habe. Aber wir werden ja sehen, wie sich das hier dann jetzt spielt. Das war der Schrank, aus dem wir raus sind, ne? Ja, doch, sieht stark danach aus. Kann ich hier nicht irgendwie mal schnell noch zwischenspeichern? Liegt hier nicht vielleicht noch irgendwas Gutes rum oder so? Eine Kleinigkeit, irgendwas. Hier an der Bar müsste doch was sein. Also hier war dann der Empfang oder wie? Und da haben sie denen dann gleich mal was zurechtgemixt und haben ihnen ihre Space-Cookies hier hingestellt oder wie? Space-Cookies, ja, doppeldeutig. Warum ist das da rumgeflogen? Die Uhrzangentrommel funktioniert leider nicht. Ich hasse das. Ich glaub nicht daran, dass die einfach alle Vorführmodelle sind, die sich nicht bewegen. Oder die man nicht zumindest irgendwie einschalten könnte, ne? Ah, würde ich gerne an der Hand runterziehen und in die Gosse spülen. Ja, aber wir können sie nicht einfach kaputt hauen. Das würde ich jetzt am liebsten machen, ne? Na, Tür verschlossen und wir können hier nicht speichern, jetzt echt nicht. Ja, dann sehen wir gleich, ob es die Stelle ist, die ich befürchte, dass es ist. Ah, hier macht zwar einiges Geräusche, aber, ne, kein Speicherer. Ich glaube, das wird jetzt nochmal ultra fies. So, jetzt müsste doch die Tür vorne aufgehen, jawohl. Ich nehme mal den Revolver zur Sicherheit, aber... Sie haben keinen Termin. Ja. Ja! Mit sowas habe ich irgendwie gerechnet. Und jetzt kann ich aber auch nicht einfach... Doch, ich kann in den Schacht, okay. Ach, Leute, okay. Ihr wisst, was das heißt. Ich hau ihn nieder. Wie gehabt, ne? Oh, verdammte Scheiße. Aber hier kann ich noch nicht mal speichern. Das macht es doppelt und dreifach schwierig. Mist. Ich hoffe, der beruhigt sich wieder. Ja, ich mach noch keinen Schnitt. Ja, könnte die Musik vielleicht mal abklingen. Oder kann ich vielleicht von der anderen Seite aus... Nee, da hinten war ja Samuels. Mist. Ja, wäre der Samuels jetzt hier, der könnte den umhauen, ne? Ah, da haben wir das Signal. Okay, der ist halt hinter der Wand unterwegs. Kennen wir. Wenn der jetzt nicht daueraggressiv bleibt, ich meine, dann könnte ich mir das vorstellen, dass das gut klappt. Auf den Hinterkopf wegrennen, auf den Hinterkopf wegrennen. Aber nee, das gibt's doch nicht, dass die Musik jetzt so laut ist, hey. Das ist wirklich übertrieben. So, machen wir die Musik halt doch mal ein bisschen leiser, ne? Ja. Hoffen wir, dass es so schon besser ist. Ein bisschen. Ich meine, die Musik ist ja auch nicht immer so laut. Es gibt ja viele Musikstücke, die da dann eher leise sind, ne? Um diese kuschelige, hintergründige Horroratmosphäre zu erzeugen. Ah, wie sieht's mit dem jetzt aus? Läuft er jetzt einfach nur so darum? Können wir ihn vielleicht irgendwie von hinten erwischen? Das will ich jetzt nämlich mal sehen. Na toll, da ist er. Ich bin ihm wahrscheinlich wunderschön direkt in den Sichtbereich gerannt. Das freut mich. Oder soll ich doch mal eine Schrotflintenpatrone opfern? Aber wenn es die Stelle ist, die ich denke, dass es ist, dann will ich das eigentlich auch vermeiden. Ah. Alien Isolation auf Albtraum. Heul nicht rum, Ossel. Wo ist er denn jetzt? Jetzt steht er still, ne? Ah, da. Da könnte ich es mir erlauben, einen Blick zu riskieren. Na, kommt er automatisch hierher, oder? I come from Germany and I don't like it. Wisst ihr was? Ich mach mal kurz eine Pause, bleib einfach mal hier hocken und guck einfach, ob er mit einer Zeit mal weniger aggressiv wird, beziehungsweise sich beruhigt und dann ein bisschen mehr rumsteht. Weil das würde uns ja das Kämpfen erleichtern, ne? Also, bis gleich. Und was für ein Scheiß, eine Bumble hat die Musik so laut gemacht, das gibt's auch nicht. So, hallo liebe Leute, hier bin ich wieder. Der regt sich wirklich nach einer Zeit ein bisschen ab, so dass man von hinten überfallen kann. So wie ich es jetzt schon oft genug gemacht habe. Ich habe mir jetzt schon zwei Schläge verpasst und guck, dass ich es halt noch irgendwie fertig krieg. Das will ich jetzt mal weiterhin onscreen versuchen. Na, wenn es zu langweilig wird, schreibt's mir in die Kommentare, dann mache ich das doch die nächsten paar Male dann offscreen wieder. Falls ich das noch öfter machen muss. Die scheinen ja leider viel zu viel Nachschub an diesen Androiden zu haben. Hat er sich schon wieder beruhigt? Ich weiß es nicht. Die Musik ist halt immer noch laut. Es tut mir leid. Ich muss das jetzt mal noch weiter runterdrehen. Darf aber später nicht vergessen, das wieder lauter zu drehen. Weil, wie gesagt, viele Musikstücke hier, die sind ja dann eher ruhig, ne? So, wo ist er? Steht er wieder vorne? Ah, da kriege ich ihn aber schlechter. Warte ich, bis er nochmal hin und her gelaufen ist. Weil da hat er sich eben schon mal umgedreht, als ich ihn erwischen wollte. Das war nicht so gut. Dies ist ein
ein Sicherheitsverstoß und kann was? Toleriert werden. Hat er uns gesehen oder was? Nein, 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 nein! Ach, Menno! Ach, Leute, wisst ihr was? Ich mach's doch offscreen. Das ist nicht in Ordnung hier. Extraterrestrische Kackbagage ist so schlau wie die Hoher Langsinn und die Anke-Hohe. Ne. Hallo Leute, ich will euch jetzt mal kurz was zeigen. Ja, wir gehen gleich nochmal drauf, aber ich hab mit dem einen jetzt hier rumgemacht und guckt mal, was jetzt hier los ist, ne? Also, das ist doch total durch. Also, ich glaube, das ist diese Stelle, die ich gemeint habe, und da könnte man natürlich eine EMP-Mine gebrauchen. Deswegen bastel ich noch eine. Ja, wir können es jetzt mal versuchen, ob wir sie hier alle kriegen mit einer, aber ich glaube eigentlich nicht daran. Ja, da hätten wir wohl irgendwie durchrennen müssen oder so, glaube ich. Es wäre vielleicht klüger gewesen. Sie sind nicht befugt, sich dort aufzuhalten. Ja, ja. Ja, also mit dem einen habe ich hier so ein bisschen rumgekämpft und auf einmal, sie brauchen einen Termin und da bewegen sich 5 andere, ne? Ja, alles klar. Ja, und die bleiben jetzt aber natürlich hier stehen. Ganz logisch. Ganz, ganz logisch. Hier ist niemand im Lüftungssystem. Hm. Na, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Na, vielleicht hätte ich direkt durchrennen sollen. Keine Ahnung. Also ins Büro, der eine springt an und wir rennen direkt durch die Tür durch. Ja. Hm, okay. Feuern mit. Ja, ich will das werfen, aber feuern ist wohl so ähnlich. Hallo Leute. Ich hätte sie jetzt eigentlich bitte gern alle auf einem Fleck gehabt. Ah! Rennen wir durch, rennen wir durch, rennen wir durch. Oh wei. Ja, es ist die Stelle, an die ich gedacht habe. Stimmt. Dann wollen die hier durch die Tür brechen und man hat hier ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten. Weil hier Bauteile liegen, aber wir sind's nicht da groß drauf vorbereiten, ne? Ah, scheiße. Okay, gucken wir mal, was wir reißen können. Wir haben ja jetzt immerhin gespeichert. Wir kriegen einen ganzen Molotow-Cocktail, ein Medikit, eine EMP-Mine umsonst. Das ist schon mal sehr gut. Noch eine EMP-Mine. Wir können nicht mehr mitnehmen. Noch eine. Ja, damit müssten wir das doch eigentlich packen können, ne? Wir schalten die aus, hauen auf sie drauf, ne? Und dann nehmen wir so weiter. Och, du Scheiße. Okay, vielleicht wird das hier ja gar nicht so übel, wie ich gedacht habe, aber es kann natürlich passieren. Revolvermunition 1, 4 und 3. What? Pumpgun-Patronen, Molotov-Cocktail verbessert, Pumpgun-Patronen. Ja, ich denke, damit müssen wir das hier eigentlich packen, auch wenn das hier Albtraum ist. Ich will trotzdem versuchen, das eigentlich mit den... Ja, jetzt haben wir die gegen die Tür. Ich will versuchen, das mit der EMP-Mino niederschlagen zu machen. Vielleicht klappt das aber gar nicht. Das sehen wir dann, ne? So, können wir hier was neu verkabeln, was uns noch einen Vorteil bieten könnte? Gasumleitung. Was ist eine Gasumleitung? Oh, 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 oh. Was war das? Ach, da könnten wir die anzünden, wenn sie durchkommen. Aber wir wissen ja nicht, wann die durchkommen, ne? Das dauert ein bisschen, soweit ich mich erinnere. Oder? Ja, jetzt geht's auf. Und, aber sie dürften ja gleich alle brennen, ne? Genau, ich meine, das bringt uns wahrscheinlich nicht viel. Aber, naja. Ah, Batz und Batz und Batz. Wie lange bleibt die eigentlich ausgeschaltet? Oh, ich glaube nicht lang genug, ne? Ach, scheiße, der war noch nicht betäubt, der war noch nicht betäubt. Fuck. Scheiße, die müssten so laufen, dass wir sie alle auf einmal kriegen, ne? Können wir hier nicht irgendwie einen Engpass nutzen oder so? Und scheinbar hält so eine EMP-Mine ja doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Wenn wir die da irgendwo in so einen engen Gang oder so quetschen könnten, dann könnten wir die alle wahrscheinlich gut ausschalten. Mit ein bisschen Glück und wenn wir flott sind. So, natürlich erstmal wieder alles mitnehmen. Vor allem die EMP-Minen. Vor allem die. Ich meine, will ich mir Shotgun aufsparen und lieber mit dem Revolver rumschießen? Aber wir wissen ja, wie viele Revolverkugeln die aushalten, ne? Vielleicht ist es bei der Shotgun ja nur einen Schuss... Leer, leer. Wie der Kopf der Androiden. Bei Qualle tut mir das jetzt so nicht, ne? Ja, Pumpgun kann man ja mal... ist auf jeden Fall voll geladen, so voll wie es halt geht. Liegt hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Nee, ne? Hier der Raum ist total, total tote Hose, ja. Ja, ich hör's, ihr macht Radau.
Der Gangbang stand heute gar nicht auf dem Terminkalender. Könnte ich mich nicht hier irgendwie noch besser verstecken, damit die mich nicht direkt gleich erwischen? Damit ich sie dann halt wirklich einmal richtig schön auf einem Haufen erwischen kann. Ich meine ja, hier der Durchgang, der ist ziemlich schmal. Das könnte man für uns nutzen. Aber erstmal muss die Bowlingkugelarmee wieder ins Rollen kommen. Oder schmeiße ich halt gleich zwei EMP-Minen, ne? In der Hoffnung, dass es was bringt. Nee, die sind wir da noch nicht dicht auf dicht genug. Scheiße. Scheiße! Ist das hier dicht genug? Nee, eigentlich auch nicht, aber naja. Okay. Batzen, 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 batzen. So viele mitnehmen, wie halt geht, ne? Auf einmal. Ah. Mit einem Messer im Ranse gehen wir noch lang nicht. Komm, Drecksack. Die spinnen immer noch, okay. Nutzen wir das Zeitfenster, solange es noch da ist. Okay, aber es waren ja halt noch nicht alle, ne? So, eine Mine hätten wir dann immer noch übrig, aber... Oh. Ich hoffe, dass wir dann danach keine EMP-Mine mehr brauchen, ne? Dreh dich schneller um, Amanda. Das kannst du doch so nicht machen. Ach komm, keine langen Finisher. Der da drüben noch, ah, der holt sich gerade, ne? Gut, versuchen wir es mit der Pumpgun. Boah, yeah! Boah, yeah! Fuck you! Ha! Hatte eines dieser Dinge eine Schlüsselkarte? Ja, ist mir egal, ob die was haben oder nicht. Ha! Albtraumhaft, leck mich am Arsch! oh Mann, beenden wir das Let's Play in gehobener Stimmung? Also das war die Stelle, die ich am meisten im Kopf hatte, als ich dachte, oh, die reißen uns den Arsch auf, das packen wir nicht, ne? Und hier leck's mich am Arsch, am menschlichen, fleischigen. Keine Überlebenden, verbrannte Erde, verbrannte Milbenkreaturen, die jetzt ein bisschen an unserem Stiefel kleben. Doch echt geiler Shit. Jetzt müssen wir halt nur hoffen, dass nicht beim nächsten Mal wieder genauso viele Androiden auf uns zugerannt kommen, ne? Danke, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald.